In diesem Video möchte ich den Einsatz von FloraBoost Palmdünger einmal vorstellen. Gerade jetzt nach dem Winter sind die Palmen ein bisschen mitgenommen, haben teilweise braune Stellen und benötigen dringend ein Pflanzenunterstützungsmittel, einen Palmdünger, den ich hier vorstellen möchte, und zwar FloraBoost Palme. FloraBoost ist ein 100% biologisches Produkt und ideal zur Düngung und zur Unterstützung von Palmen. Man sollte allgemein eine Düngung durchführen, alle 6 Wochen. Mit FloraBoost Palme ist das ganz einfach über das normale Gießwasser auszuführen. Und wie das funktioniert, zeige ich jetzt in diesem Video. Die Palme nimmt die Wirkstoffe einmal über die Wurzel auf und auch über die Blätter. Wie das Ganze funktioniert und wie ergiebig FloraBoost Palme ist, zeige ich jetzt in diesem Video. In jeder Packung FloraBoost befindet sich ein Messlöffel. Ich zeige jetzt mal hier, wie man das Ganze anwendet. Verschluss einmal ab. Hier befindet sich ein Messlöffel. Davon nehme ich für 10 Liter Gießwasser 2 Messlöffel. Eine Dose FloraBoost reicht für ca. 500 Liter Gießwasser. Bevor ich die Palme jetzt mit dem Gießwasser gieße, fülle ich mir etwas von der Flüssigkeit in eine Sprühflasche um. So, einen Teil des Gießwassers gebe ich jetzt direkt an die Pflanze. Wichtig ist, dass ich unter dem Palmentopf einen Untertopf habe, sodass überschüssiges Gießwasser aufgefangen wird und später noch an die Pflanze abgegeben werden kann. Mit dem Gießwasser aus der Sprühflasche besprühe ich jetzt ganz einfach die Blätter, weil FloraBoost ja nicht nur über die Wurzeln aufgenommen wird, sondern auch über die Blätter. Das heißt, ich gebe der Pflanze noch einmal zusätzlich Kraft, indem ich FloraBoost eben direkt auch auf die Blätter sprühe. Die braunen Stellen, die wir jetzt hier sehen an der Palme vom Winter, werde ich dann in den nächsten Wochen entfernen. Hier auch schön zu sehen in der Mitte, kommen schon wieder neue Triebe, auch die im Ansatz ruhig besprühen. Und das Ganze sollte man ja ungefähr alle 4 bis 6 Wochen wiederholen. Das Ganze funktioniert natürlich nicht nur bei getopften Pflanzen, sondern auch bei Palmen, die so wie diese Palme hier fest eingepflanzt wurden. Diese Palme hier steht jetzt schon das 3. Jahr im Freiland und hat sich prächtig entwickelt. Hier machen wir es genauso wie bei den getopften Pflanzen. Einmal über die Wurzeln als Gießwasser und natürlich auch wieder die Blätter einsprühen, sodass die Pflanze praktisch von allen Seiten her die Nährstoffe von FloraBoost aufnehmen kann. Und das Ganze, wie gesagt, alle 4 bis 6 Wochen. Einen Link zu FloraBoost finden Sie unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort können Sie FloraBoost Palmdünger direkt bestellen.